Nach tausenden von Jahren kehren die Elben Mittelerde den Rücken, um nach Hause zu segeln. Unzählige Elben warten an den grauen Anfurten in der Hafenstadt Midlond darauf, nach Westen in See zu stechen. Doch selbst diese abgelegene Stadt ist vor Saurons Zorn nicht sicher. Die Korsaren aus Umbar blockieren den Seeweg nach Westen und drohen, die Stadt einzunehmen. Glorfindel, wir hörten, dass du kommst. Korsaren aus dem Süden haben unsere Schiffe versenkt und den Hafen geplündert. Ihre Boote kreuzen vor der Küste und versenken alle Schiffe, die den Hafen verlassen. Zwerge, zurück in die Höhlen! Sagt unseren Brüdern, dass der Feind hier ist. Sie werden euch gewiss zuhören. Zurück zu den blauen Bergen. Elben Midlonds. Und damit sage ich, jagt diese elenden Korsaren aus diesen Folge Wassern. Von Let's Play. Ja, Schlacht mit Let's Play. Es geht weiter. Finde ich die alle fein. Wie lange warten wir denn noch? Los geht's. Vorwärts! Das Böse ist über das Land gekommen. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Für den König! Für den König! Wir müssen uns du sammeln. Gleich durch. Unserem Land droht Gefahr. Hier! Sie attackieren unsere Rohstoffe. Nohulim, Asphalot. Ich zeige euch den Weg. Elben, zum Angriff! Seid frohen Mutes, Zwerge. Wie lange warten wir denn noch? Du nicht, du schnappst dir gleich die Truppe hier. Die Schlacht hat begonnen. Ah, ich wusste, dass das passiert. Haltet die Augen offen. Stürmt nach vorne! Wir sind ihnen ebenbürtig. Ja. Die Schlacht hat ein böses Ende. Eindringlinge, wart die anderen. Seid bereit. Für das Leben der Elben. Haltet nach dem Feind Ausschau. Ich werde euch führen. Mit Glorfindel lassen wir den immer Angriff. Angreifen. Sie greifen an. Haltet die Augen offen. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Das ist geklärt. Gehen wir los. So. Wir haben den Umba-Abschaum niedergestreckt. Wir müssen den Kai nehmen und die Blockade mit unseren Schiffen durchbrechen. Die Elben brauchen ich dieses kenne Gebäude. Diese Gegend. Das werden wir brauchen. So, das nehmen wir gleich mal das Gebäude ein. Das wird gut funktionieren. So, in der Mission erinnere ich mich noch. Wir werden nachher hier eine ganze Menge verteidigen müssen. Aber das kriegen wir hin. Erstmal müssen wir schneller was einnehmen. Das geht aber relativ fix. Wie lange warten wir denn noch? Ja, oh. Aber Zerstörung. Das Gebäude gehört ab jetzt uns. Es ist geschafft. Wir haben beide Werften genommen. Zuallererst müssen wir einige Schlachtschiffe bauen. Oha. Sie sind das Rückgrat unserer Flotte. Wir werden natürlich gleich mal reinhauen. Blöd ist, dass der Malornbaum kaputt gegangen ist. Da ist noch einer. Zwergenschatz. So. Okay. Das Wissen der Werften Midlonds ist unerreicht. Aber denkt daran, die Waffen und die Panzerung der Schiffe unserer Flotte zu verbessern. Ja, machen wir gleich. Wir müssen nur mal ganz kurz uns hier so ein bisschen aufbauen. So. Oh, Círdans Meisterstück. Círdan, war das nicht eine der Elben, die den Ring getragen haben? Gut gemacht! Diese Schlachtschiffe Círdan? Werden den Untergang der Korsaren besiegeln. Ich meine das mal so. Ich meine, dass Círdan einen Ring hat. Verspotten uns. Tragen wir den Krieg zu ihnen. Ja, halt mal kurz den Mund. Also, einer trägt... Ein Ring trägt Galadriel. Es geht um die Ringe der Elben. Die drei Ringe der Elben. Ein trägt Galadriel. Den von Círdan hatte einen. Den hat aber Gandalf jetzt. Und einer hat einen verwahrt Elrond, glaube ich noch. Zumindest im Zeitalter des Ringkriegs. Ich meine, so war das. So und nicht anders. Der Feind kommt näher. Unsere Feinde kommen über uns. Oh, die Rüstung ist noch nicht durch. Oder ist die Aufwertung durch? Nein. Ja, okay. Ich hätte warten sollen, bis die Rüstung durch ist. Ich hätte warten sollen. Ist er weg? Na, jetzt sieht die Sache nämlich schon ganz anders aus. Ja, ganz anderen Schnack. So. Zieh du dich noch kurz zurück.
bis wir unser nächstes Kriegsschiff haben. Die da ist. Schiffe blockieren unsere Häfen. Greift sie an. Die Schlacht hat begonnen. Das ist aufgewertet und das ist auch Level Zack. Ganz anderer Schnack. Okay, die beiden Boote sind stark beschädigt, das macht aber nichts, das kriegen wir hin. So, eins kommt noch da. Zack. Kommt mal näher. Wir müssen uns sammeln. Reitet mit dem Wind. Da sind noch mehr. Stürzweg auf sie. Wir können die Boote, glaube ich, zerstören, ne? Die Werften haben ein mächtiges Schiff fertiggestellt. Das Sturmschiff. Wenn es ein feindliches Schiff rammt, erzeugt es einen alles verschlingenden Strudel. Baut nun in der Werft ein Sturmschiff. So, wir bauen in der Werft ein Sturmschiff. So, wir lassen mal ein paar Schiffe kaputt gehen. Das Böse kommt über uns. So. Wir holen das Sturmschiff. Mal gucken, ob wir diese Musik kriegen. Halt, wir warten einmal. Bis das Rüstungsupdate durch ist. Das Messerstück werden wir nicht unbedingt brauchen, aber. Hm. Jetzt ist die Frage, haben wir hier noch irgendwo einen Malornbaum? Da. Der Feind kommt über uns! Ja, klar. Wunderbar. Eins lebt noch. Hüter ist bereit. Die Blockade ist durchbrochen. Ah, wir müssen die Werften der Korsaren erobern. Aber dazu brauchen wir Transportschiffe. Eins. Baut einige Transportschiffe. Okay. Mit ihnen können wir unsere Bataillone verschiffen. Eins dürfte reichen. Elben mit uns. Wir haben noch Tom Bombadil, unsere Türme. Wir können hier schon mal langsam was aufbauen, den Türmen. Würde ich sagen. Gut, das Transportschiff ist fertig. Beladet es nun mit unseren Elbenbataillonen. Wir müssen Mittelerde beschützen. Hüter ist bereit. Wir sind nicht angeschlagen. Machen wir eine Heilung rein. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Hier ist noch ein Korsaren-Schiff. Mist. Okay, dann bauen wir nochmal schnell zwei andere Schiffe und noch ein anderes Schiff. Sturmschiffe werden wir, glaube ich, nicht mehr benötigen. Wobei, wir bauen nochmal eins. Die sind zwar relativ teuer, aber es macht nichts. Das kriegen wir schon hin. So, was haben wir hier drin? Die Einheit ist da drin. Weil hier sind nämlich auch schon wieder zwei Stück. Die hier kommen. Das Sturmschiff ist bereit. Das werden wir nachher nämlich noch brauchen. So. Na komm. Ich sag 9 einmal, wenn wir runterkommen. Dann können wir die Dings nämlich mitnehmen. So. Die sind gleich weg. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Wir fahren mit euch beiden voraus. Weil ich will nämlich keine Bataillone verlieren, deswegen fahren wir mit denen einmal voraus. Wir bleiben einmal hier. Die beiden sind jetzt beladen. Und die erholen sich schon. Ja, die sind wir aber deutlich stärker. Standhalten. Das Gute ist ja, die reparieren sich. Das ist praktisch für uns. Die Transportschiffe sind auf dem Weg. Okay, du gehst ein Stück vor. Halt, jetzt müssen wir erstmal hier wieder unser Malon. Der kriegt jetzt 11. Wir gucken zwischendurch nochmal rein. Wenn sich das Transportschiff der Küste nähert, wählt die Bataillone auf dem Schiff aus, um an Land zu gehen. 11, 31. Hier dürfte auch noch irgendwo. Steht hier noch ein Malornbaum? Irgendwo. Sie greifen an! Nein. Ach nee, fertig. Okay, Leute. Knall die weg. Oh, die haben auch aufgewertete Waffen. Aufgewertete Rüstung nicht, aber aufgewertete Waffen.
Aha. Oh, das könnte er noch schaffen, wenn er jetzt gut ist. Heilen habe ich nicht verfügbar. Das wird knapp, das wird knapp. Okay, ich wollte eigentlich ein bisschen vorsichtiger vorgehen, aber das sieht wohl schlechter aus. Es scheint fast so, als ob wir wirklich einen richtigen Seekrieg machen müssen. Das ist ätzend. Sind gerade beide unsere Helden gestorben? Ja, unsere beiden Helden sind gestorben. Glorfindel ist gefallen! Sie haben Gloin erschlagen! Ja, unsere beiden Helden sind gefallen, das ist scheiße. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Ja, wir haben keine Kohle mehr. Wir können die Mission eigentlich fast normal starten. Das ist blöd. Okay, also hätte ich nicht gedacht, dass das so schlimm ist. Grad an. Die bilden immer mehr aus. Finde ich ziemlich krass, aber okay. So, ah, das kriegen wir hin. Du lernst das Meisterstück. Sirdans Meisterstück. Könnte ich hier vielleicht den Amboss gleich mal lernen? Einheiten-Upgrades der Elben. 500. Der macht, glaube ich, Sinn. Wir werden wohl noch ein bisschen mehr updaten müssen, wo es aussieht. Und da unsere beiden Helden gefallen sind und wir zwei Bataillone verloren haben, sind das unsere letzten beiden Bataillone. Ja gut, wir können noch welche ausbilden, aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht. So. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Jaha, ich eile doch. Ja. So, du lernst das. Du musst das auch gleich lernen. Du bist nicht angeschlagen. Du hast das anscheinend schon gelernt, wurde bereits gekauft. Wir müssen ihn standhalten. Du lernst das jetzt auch. Und du hast das gekauft. Du hast es bereits gekauft. Und du hast es auch gekauft. Sind nämlich ziemlich angeschlagen, die beiden hier. Mit Vieren aber dürfen wir das schaffen. Funktionieren hier Heilung? Ja, als habe ich ja eigentlich nicht egal. Aber Heilung funktionieren, okay. Dann schnappen wir uns das mal. Das Sturmschiff brauchen wir für nachher. Hier ist ein Schiff stehen geblieben, das ist nicht gut. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Ja, findet sie und erobert ihre Werften. Wunderbare Idee. Wir bauen erstmal ein Transportschiff. Und Laura fahren jetzt weiter vor. Und bleiben jetzt erstmal hier. Weil die dürfen bestimmt noch weiter ausbilden. Oh. Die sind zwar mit Dings, aber es tut sie nicht viel bringen, oder? Unsere Feinde kommen über uns. Oh, okay. Haltet die Augen offen. Bleibt wachsam. Ihre Truppen hier sind schon mal geschwächt, das ist schon mal was. Der Feind ist nah. So, hier sind wir auch gleich los. Das kriegen wir aber alles hin. Das ist auch kein Problem, das machen die wir alles. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Versucht die mal anzugreifen. Findet sie und erobert ihre Werften. Ah. Das Böse jetzt kommt kommen sie über nämlich uns. Ein bisschen näher. Unsere Heimat ist in Gefahr. Egal, wenn ich schon kaputt geht habt, aber sind die Dinger los. Wir bleiben ein bisschen hier. Dass wir da ein bisschen drauf weiter feuern können. Er kann die Updates dann nämlich nicht machen. Ja gut, der Turm ist kaputt, das macht aber nichts. Ihr kommt her und ladet hier aus. Und dann müssen wir wirklich nur versuchen, den zu kriegen. Boah, das können wir eventuell auch mit Tom Bombardier machen. Wir müssen ihn standhalten! Wir sehen den Feind! So. Tja. Probier das einmal an! Mal gucken. Oh, der ist nicht schlecht. Unser Schiff ist unterwegs. Die Korsaren scheinen aus einer Festung im Süden zu kommen. Findet sie und erobert ihre Werften. Das macht nichts. Ich zähle ins Meisterstück, reparieren sich die von alleine. Das Böse kommt über uns. Das Transportschiff ist fast da. Hör den Ruf alle her. Lustiger Gevatter. Über böse Geister.
Haltet nach dem Feind Ausschau. Du nimmst das, du das. Okay, wir müssen Glorfindel und so zurückholen. Glöin. Die werden wir brauchen. Sie greifen schon wieder an. Wir müssen ihn standhalten. Ganz praktisch, dass wir da schließlich was fangen können. Wir haben das Gebäude erobert. Es ist geschafft. Wir haben beide Werften genommen. Haltet die Augen offen. Ach, irgendwo mal Lornbaum da. Bonus. Der Wind trägt dunkle Vorzeichen über das Wasser. Die Herolde der Armada blasen zum Angriff. Jetzt kommt euch das Panzer schon zum Einsatz. Hätte ich vielleicht vorher ein bisschen parken sollen. Hüter ist bereit. Lass die Boote zu Wasser. Müsst ihr zusehen, dass wir hier loswerden. Und ihr müsst zusehen, dass wir zurückkommen. An die Waffen! Und ihr lauft nach oben und verteidigt hier. Okay. Jetzt haben wir Lorien. Ich bin zurückgekehrt, um Mittelerde zu retten. Wir müssen dem Ruf der Schlacht folgen. Nein, 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 nein. Oh. Hinterhalt! Passt auf euch auf! Okay, wir sind natürlich losgeworden, haben aber selbst zwei verloren. Also im Prinzip hat sich das nicht so gelohnt. Ich kenne diese Gegend. Brechen wir auf. Wir müssen Mittelerde beschützen. Komm bloß her, ey. Sonst werden wir die Armee hier nicht abwehren können. An die Waffen! Wir holen uns mal hier vorne so ein bisschen mehr Unterstützung. Schützt dieses Land. Bogenschützen Loriens. Macht euch bereit. Und knacken wir uns mal einen Elbenwald hier hin. Ich werde mich ihnen stellen. Wir müssen so, aufbrechen. Weiter geht's. Was haben wir da? Ich kämpfe an eurer Seite. Ein zusätzlicher Turm wäre ganz praktisch. Das ist nämlich das Geile bei diesen Sachen. Eins aber Turm. Plopp, hast du einen Turm da. Macht euch bereit, Elben. So, was können wir jetzt hier lernen? Mauerwerk reparieren? Nein, wir versuchen, ich würde sagen, als dieses Land, wir versuchen, auf Speerfeuer zu kommen, vom Turm aus. Weil das ist ziemlich eine der stärksten Einheiten. Also ziemlich eine der stärksten Fähigkeiten. Vor allen Dingen, dass es nur Level 15 sind. Wir brauchen dann noch ein paar davon. Lorien schickt seine Bögen. Das ist der Weg. Los geht's. Wir brauchen Unterstützung. Linie bilden. Ja, da ist es. Wir müssen ihn standhalten vor einem Zwerg. Wilde, macht ihnen ein Ende. Zeigt ihnen ihre Gräber. Oh, oh. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Darauf habe ich gewartet. Mal gucken. Hau mal raus, dein komischen Zuschlag. Warum ist das richtig? Lasst euch nicht mehr in Ruhe bringen, diese Schlacht gewinnen Sie nicht. Wir bringen dieses Pack aus Midlond. Elben Midlond. Brauchen wir sowas in der Schütze? Macht schnell. Okay, Glöin ist fast tot. Ich verliere langsam die Geduld. Aber er haut ganz gut rein. Hab keine Furcht. Das war's. Ich bin verwundet. Wilde. Okay, die erste Einheit soll er vorwärts zurückgehen. Wir müssen Mittelerde beschützen. Bogenschützen. Wir brauchen auf jeden Fall zusätzliche Unterstützung. Sonst wäre das nichts. Was ist jetzt? Ah. Die Zwerge! Die Zwerge sind gekommen! Das Herz eines Zwerges ist unbeugsam. Wenn die Schlacht ruft, antworten wir. Streitwagen! Vorwärts! Bewegung! Vorwärts! Wir haben alle Hände voll zu tun. Gut, wir brauchen auf jeden Fall mehr Minen. Lasst uns bauen, Brüder. Vorwärts. An die Arbeit. Vorwärts. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle. Mach den Weg frei. Feines Zwergenhandwerk. Du fängst direkt an, uns hier eine Festung anzuknacken. Da in der Ecke irgendwie. Nein, das geht nicht. Okay, dann fängst du direkt an, uns eine Dings zu bauen. Wir machen Fortschritte. Der Rest von unserer Truppe wird sich sammeln. Nehmt den Hügel. Und bei denen beiden müssen wir was wir raufknacken. Wenn sie nicht angegriffen werden. Die brauchen wir nicht. Aktuell brauchen wir auch nicht. Wir bauen die beide zu einer Esse um. Dass wir hier eine mobile Esse haben. Vorwärts! Mädchen! Das ist ganz praktisch. Dann heilen haben die im Kreis. Und wenn die Esse drauf ist, werden die in der Nähe geheilt. Zum Beispiel die hier werden wieder mehr, heilen sich hoch und also Kram. Schnell! An die Zügel! Auch bald fertig. Gut, und wir brauchen Minen. Und Türme brauchen wir. Okay.
Ich kenne diese Gegend. Ah, das ist gut. Ah, die Halle der Krieger. Wir dürfen nicht zögern. Wo werde ich gebraucht? Okay, kannst du dich in eine Burg hinsetzen, in eine Festung? Aus mit Zwergengeschick. Dort kann ich nichts bauen. Wieso kann er hier nichts bauen? Kann er die hier unten hinsetzen? Stell die Esse hinten auf den Wagen. Es muss die Esse ist sicher verteut. Ich bin fast überlegt, was wollen wir jetzt mal ausprobieren? Ja, nee, die Belagerung wird hart genug, also. Nee, pass auf. Wir brauchen Türme. Wir fangen an. Und wir brauchen Aufwertung. So, wir müssen uns mal jetzt mal richtig reinhauen. Ich werde langsam müde. Und baue hier hinten das auf. Wir brauchen jede Menge. Du lernst das und wertest auf. Und wir brauchen irgendwas. Halt, nein. Ich glaube, an sich sind wir genug Soldaten, so. Auf ins Getümmel! Wir müssen die nur richtig einplanen. An eure Waffen! Dahinter. Wir werden warten. Ich werde euch führen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall volle Bogen oder Schütze. Seid wachsam. Und Türme. Und Türme werden wir brauchen. Ein weiterer Turm. So, das Gebäude wäre fertig. Die Schmiede ist einsatzbereit. Lernen. Oh, an die Arbeit. Türme. Mach den Weg frei. Keine Zeit für Ruhepausen. Immer Türme, Türme, Türme. Werden wir brauchen. Wir brauchen Platz. Na? Es geht weiter. Die zweite Angriffswelle naht. Wir haben jetzt Banneträger. Wir haben die Schmiede erweitert. Die Korsarenschiffe haben tödliche Belagerungsgeräte an Bord. Wir müssen uns der neuen Bedrohung stellen. Baut Belagerungsschiffe, um sie zurückzuwerfen. Okay, Bonusaufgabe. Streitwagen. Ich denke mal, so haben wir erstmal eine gewisse Chance. Alles gut verzögert. Ja, wir haben alles im Griff. Wir haben die Halle der Krieger. Wo wollt ihr hin, Jungs? Ich bin gleich fertig. Ich werde mich ihnen stellen. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. An die Zügel. Wir müssen uns sammeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. So, weitere Türme bauen. Wir erledigen das. Wir haben nur alle Hände voll Material. Zu den Äxten, Zwerge. Ich will jetzt so eine Mauer bauen. Und zwar von da. Wir machen Fortschritte. Und da brauchst du weiter. Wir werden warten. Bannerträger. Hier können wir nicht bleiben. Wir haben die Schmiede erweitert. Leute, erforscht du das. Das nicht. Du erforschst Flammengeschosse. Das. Dann erforschst du mit zwei Katapulte. Da kommen sie nämlich. Leute, wir brauchen Führerschaftsboni. Hierhin. So, das Gebäude wäre fertig. So, jetzt holen wir gleich Tom dazu. Tom Bombardier. Seid wachsam. Macht euch bereit, ihr Wege. Wir müssen ihn schon hier vor sich. Wir müssen den Schatten aufhalten. Schön von hinten lassen wir Tom Bombardier. Ich kämpfe an eurer Seite. Aber es sieht nicht gut aus. Die Türme bringen was. Das Böse kommt über uns. Blaue Jacke hat an. Seine Lieder haben Macht. Ah, die anderen sind beiden. Die beiden Essen sind voll reingeritten. Macht euch bereit, Elfen. Wir verwenden nur bestes Material. Jetzt versuchen wir das. Ah, ne, hier eine Kohle. Ah, scheiße. Nicht in der Kohle. Der Mittelpanzer ist bereit. Der Mittelpanzer ist bereit. Auf ins Getümmel. Jetzt sieht die Geschichte nämlich wieder ganz anders aus. Äxte, wir werden warten. Jetzt sieht die Geschichte nämlich wieder ganz anders aus. Vorwiegend hier, wir haben wenig Chancen. Das sieht für die schlechter aus. Der Mittelpanzer ist bereit. Belagerungshammer hier kommt noch. Katapulte und so. Gut, die werden nicht mehr ganz rechtzeitig fertig, aber das kriegen wir alles hin. Einen weiteren Turm werden wir bauen lassen. Bleibt zusammen, Axtschleuderer! Ja. Ihr kriegt den Mithril-Panzer. Hierher mit euren Äxten! So. Die brennenden Steine sind bereit!
Die Phalanx ist unsere Stärke. Seid standhaft! Na? Wo ist der Bauplatz? Auch hier brauchen wir mehr Türme. Wir fangen an. Wo werde ich gebraucht? Wir machen Fortschritte! Ja! Das Tor ist gleich fertig. Die sind auch mal abgerostet. Und hier bleiben. Da dürfte noch die nächsten rauskommen. Hier sollte das Tor gleich fertig sein. Da dürfte es gleich kommen, ja. Und da kann man nichts machen. Zu mich. Hä? Ja. Und. Jawohl. So, wie viele Panzer? Oh, es geht schon weiter. Aus eurem Mund, Herr Zwerg. Doch wir werden uns diesem Abschaum nicht beugen, das schwöre ich euch. Standhaft! Auf eure Posten! So. Vorwärts, Bewegung! Tempomat, die haben wir verbraucht. Das ist eigentlich nicht so gut. Marsch! Jetzt wird gekämpft! Haltet eure Äxte bereit! Äxte! Die Bogenschützen gucken mal ein bisschen näher auf hier, unsere Fernkämpfer. Wir müssen die Wälder schützen, das bereit, kampfbereit. Ich werde mich ihnen stellen. Ein robustes Katapult. Sie gehen jetzt an Land. Unsere Reihen sind einfach zu dünn. Nein, die sind nicht zu dünn. Zusammen, Axtschleuderer. Die sind nicht zu dünn. Geht in Stellung. Erstmal so. Ich werde euch führen. Du bleibst hier. Was? Wie ist das möglich? Die Korsaren haben sich in unsere Stadt geschlichen. Die ja gerne versuchen, wenn sie das für klug halten. Wir werden ihre Herzen mit Furcht erfüllen. Katapulte, das ist natürlich Ablenkung. Sind kampfbereit. Achtung, Katapult laden. Zu den Äxten, Zwerge. Braucht jemand ein paar Hüter? Hier können wir nicht bleiben. Macht euch bereit, so, Zwerge. So, und schau runter. Jetzt wird gekämpft. Wir haben schon so viele Soldaten. Jetzt reden wir. Die wir sind die Schwerter Loriens. Sie greifen wieder an. Schickt sie her. Lasst sie nicht herankommen. Sie greifen einen unserer Mauerbäume an. Unsere Heimat ist in Gefahr. Laden. Achtung. Feuert ein Fass ab. Feuer einstellen. Da kommen. Feines Meine Zwerg. Geduld ist am Ende. Für den König. Zwerge. Ja, von hinten. Ein Feuer wütet! Vorwärts! Kann mir hier mal jemand helfen? Das Böse kommt über uns! Darauf habe ich gewartet! Haltet Stand! Reitet! Das macht nichts. Gläun ist. So etwas. Kämpft geschwind! Wir sind ihnen ebenbürtig! Wo sind die Gegner? Oder auch Zeit! Mit wehenden Bergen in die Schlacht! Hier endet eure Bosheit. Sehr gegen die kämpft. Wir müssen uns sammeln. Unsere Feinde sind gefällt. Macht eure Speere bereit. Vorwärts, Bewegung. Wir müssen die Wälder schützen. Bleibt zusammen, Axtschleuderer. Zwerge, brechen wir auf. So. Wir müssen aufbrechen. Eindringlinge, warnt die anderen. Die Mine ist aufgewertet. Die Mine. Ist hier nicht noch irgendwo eine Mine? Ach, die haben sie kaputt gemacht. Na egal. Wir müssen ihn standhalten. Der Angriff ist auf jeden Fall gleich vorbei. Wir werden warten. Werf! Es wird Zeit! Einsamer Zwergenturm. Aber du wirst gleich gewesen sein. Jo. Nochmal nach vorne. Macht sie fertig. Haltet eure Äxte bereit. Wir haben gesiegt. Ja. An diesem Tag waren die Mächte des Lichts in der Schlacht bei uns. Die Helden Mittelerdes haben gesiegt. Ja, haben wir das doch geschafft noch. Pünktlich zur halben Stunde der Folge. Oh. Die Zwerge der Blauen Berge ziehen Schulter an Schulter mit den freien Völkern Mittelerdes in die Schlacht. Während das neue Bündnis noch gefeiert wird, bringt Arwin Abendstern den Helden beunruhigende Kunde aus fernen Ländern.
Saurons riesige Streitmacht aus Dol Guldur ist nach Norden marschiert und bedroht nun in Düsterwald das Reich des Elbenkönigs Thranduil. Sofort brechen die Verbündeten nach Osten auf, um ihren Freunden im fernen Düsterwald zu Hilfe zu eilen. Arwen drängt die Helden indes, mit den Adlern direkt zu Thranduil zu fliegen, um mit diesem die weiteren Schritte zu besprechen. Ja, das machen wir doch wahrscheinlich gleich weiter hier. Und ich sag, wiederschauen und reingehauen. Bis zur nächsten Folge.